Zu Libertad gehen, ein Boot stehlen, mich aus Jana verpissen. Kinderspiel. Und jetzt führe ich schon Selbstgespräche. Perfekt. What the fuck? Oh, verdammt. Auf einmal dieses Wildschwein. Naja, kriegen wir Fleisch. Muss ich mir nicht mehr hier Essen besorgen. Okay, das war random. Nicht die beste Zeit für die Guerilla. Aber für mich schon. Dass ich sowas benutzt habe. Das letzte Mal, als ich das benutzt habe, war in Far Cry 5. Clara kriegt nicht gern Besuch. Doch, jetzt kriegt sie mal Besuch. Zeigst du dein Gesicht, bevor du mich erschießt? Ich bin Danny, ein Freund von Lita. Silencio. Bist du der einzige Überlebende? Antworte mir. Ich fragte, bist du der einzige Überlebende? Ja, Glückspilz. Lita kannte das Risiko. Mehr habt ihr nicht zu sagen? Du bist hier, das ist was zählt. Einen Augenblick, Hermana. Ich werde Yara verlassen. Aber du bist in meinem Lager. Ich muss irgendwo unterkommen, ein paar Tage. Libertad ist nicht die Wohlfahrt, Hermano. Lita meinte, du hilfst mir. Lita sagte auch, du wärst keine Pussy. Komm in Mierda. Du bist weise, sieh. Freunde können einem näher stehen als Familie. Vergiss nicht, Dani. Castillo hat dich zur Weise gemacht. Wieso willst du weglaufen? Ich sah, wie Castillo den Befehl gab, ein ganzes Boot voller Menschen zu erschießen. Bringt euch vor diesem Psychopathen in Sicherheit. Wie alle. Wenn die Tyrannei Gesetz ist, ist die Revolution Pflicht. Ein Zitat von Bolivar rettet euch nicht. Das war Pedro Albizu. Willst du Yara mit Bibliotheksausweisen retten? Ich habe eine Liste. Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Yara frei von Castillos. Ganz einfach. Einfach? Castillo hat was? 300.000 Leute? Ich zähle 6 ausgebrannte Guerilleros und dich mit einer Kugel im Bein. Du glaubst mir nicht? Ich zeig's dir. Wir haben diese Insel von unserer Basis aus angegriffen. Eine normale Operation. Eine Vivero-Plantage überfallen, Treibstoff abgreifen und wieder abziehen. Aber Castillos Truppen haben auf uns gewartet. Wir wurden von 60 auf 6 dezimiert. Ihr müsst zurück zu eurer Basis. Ja, aber diese Insel ist von einer Blockade umgeben. Wir haben keine Boote, kaum Ausrüstung und wir werden erst gehen, nachdem diese Vivero-Plantage in Rauch aufgegangen ist. Aber wir sind Guerilleros. Wir kennen dieses Land wie niemand sonst. Von unseren Guerilla-Pfaden weißt du ja schon. Sie wurden 67 von den Legenden angelegt und durchziehen Yara wie ein Netz. Und jetzt gehören sie uns. Sie erleichtern uns Überfälle auf Soldados und bieten ein gutes Versteck, wenn man von der Armee verfolgt wird. Außerdem lagern wir dort Vorräte. Und das stimmt alles noch? Diese Karte ist echt alt. Die ist für Touristen. Ja, sie ist etwas veraltet. Aber es sind alle Regionen, Gemeinden und Wahrzeichen von Yara verzeichnet. Du gewöhnst dich dran. Ich organisiere uns jetzt ein Boot. Ein paar der Anwohner schulden uns noch was. Und du musst Juan Cortés für mich finden. Wen? Jemand, der einen Guerillero kämpfen lässt wie 1000. Du weißt, ich bin kein Guerillero. Hast du das Lita gesagt? Ich gebe dir Essen, ein Bett, sogar ein scheiß Boot, um zu den Yankees zu fliehen. Doch das kostet dich Kugeln und Blut. Du kannst schießen? Also schieß. Leb dich ein und gib mir Bescheid, sobald du Miete zahlen willst. Hey, Compadre. Na, ist doch alles geregelt. Weiß nicht, was es da zu meckern gibt. Bereit, die Miete zu zahlen? Ja, gleich. Ich kann schießen,
Ich krieg ein Boot, ich krieg dies, ich krieg das. Das ist ja doch geil. Ja, jetzt halt doch mal kurz die Klappe, meine Güte. Ich habe diesen Archipel mit einem Mann namens Juan Cortés angegriffen. Er hat mir geholfen, Libertad aus dem Nichts aufzubauen. Juan ist ein Meisterspion aus der Zeit vor Castillo. Er kann eine Langstreckenrakete aus einer Eiswürfelform bauen. Der hat Missionen für Espinosa und den KGB durchgeführt und ist dann aus Spaß zur CIA und zum Mossad gegangen. Juan ist mein Mentor. Er ist außerdem psychisch labil und Alkoholiker. Als wir es verkackt haben, war ihm das so peinlich, dass er direkt mein Lager verließ. Castillos Soldados hätten nichts lieber, als einen Doppelagenten wie Cortés zu schnappen. Ich brauche ihn zurück bei Libertad, Dani. Mit uns ist er fertig, aber dich kennt er noch nicht. Hier, die Ohrstöpsel hat Juan zur Kommunikation gebaut. Geh ins Dorf. Wenn ich du wäre, würde ich zuerst in der Kantine nachsehen. Also er ist einfach alles. Er ist ein Trinker, er ist ein Spion bei jeder Spioneinheit, die es gibt. Er hat unzählige Male Scheiße gebaut. Also er ist so ein richtiger Typ, der wahrscheinlich so geht. Jawohl, auf geht's. So ist er. Geh runter ins Dorf und bring mir Cortés. Ich hoffe für dich, dass er nüchtern ist. Ach, ich kann auch mit Leuten reden, die betrunken sind. So, Notizbuch verfügbar. Ja, ist mir eigentlich auch egal. Schicke Knarre. Wie schlage ich denn nochmal? F. Ja, ich würde es halt gerne lieber auf meine Maus stellen, aber egal. Werden wir uns schon dran gewöhnen. Dani, wie ist der Kopfhörer? Hörst du mich gut? Klar und deutlich. Dieser Spionagekran funktioniert, Clara. Muss ich zugeben. Schön. Lass deine Waffe im Holster, wenn du keinen Ärger willst. Vor allem da, wo viele Soldados stehen. Si, verstanden. Ein kluger Guerriero sucht sich seine Kämpfer aus. Suerte. Suerte. Ich suche mir alle Kämpfer aus. Waffen wegstecken. Stecke deine Waffe weg, um weniger aufzufallen. Wenn du den Soldaten zu nahe kommst, werden sie trotzdem Verdacht schöpfen. Mit der kannst du Waffe ziehen. Warum werden sie auf einmal närrisch, wenn ich ein bisschen näher rankomme? Ich will nur mal riechen, wie die so stinken. Nur mal kurz ranriechen. Ist ja nicht so schädlich, oder? Doch nicht so weh. Ich sollte die Waffe wegstecken, damit es keinen Ärger gibt. Du musst doch keine Selbstgespräche machen. Ich werde das schon alleine hinkriegen. Leg die Waffe weg, Singao! Klappe! Mach ich ganz und gar nicht. Na, wenn noch einer kommt. Doch her! Was? Nichts ist hier Kacke. Digga, was ist das hier für ein Rotlichtfilter? Nee, ganz komisch. Sieht aus, als würde die Welt hier brennen. Aber es tut es nicht. So, da hinten ist er. Da betrinkt er sich bestimmt. Das könnte Juan sein. Heute saufen wir in der schlimmsten Kantine von Yara. Oder war es Kolumbien? Kirat? Oder Tschetschenien? Lass die Flasche hier. Ist einfacher für dich. De nada. Guapo, hör zu, Regel 16. Eine Guerilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg, noch eine Cantina, noch einen hässlichen Barmann. Juan Cortés? Was hat mich wohl verraten, Guapo? Das ist kein scheiß Zoo hier, Abuelo. Clara wollte, dass ich dich finde. Si. Ich habe gelernt, ihre Befehle nicht anzuzweifeln. Wirst du auch. Hey, ich kenne dich. Das glaube ich nicht. Doch, ich kenne dich. Als würde ich in einen Spiegel schauen. Was laberst du denn da? Diese Augen, Guerriero. Du findest Geschmack,
redest dir ein, ein Held zu sein und wachst dann als Junkie auf. Ganz wie Juan Cortés. Das ist doch Zeitverschwendung. Kannst du pfeifen? Was? Nee, du kannst nicht pfeifen. Coño! Bala, Bing! Du verfickte Ratte. Du bist tot sowieso mehr wert. Was zum... Si, Guapo liebt dich. Und ich versau dir eine Ausgabe meines Buches. Bueno, mis socios, vámonos. Gute Gäste wissen, wann sie gehen sollten. Typischer Saufer halt. Der Juan. Und der hat ein schönes Krokodil. Guapo. Au, 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 au. Jo, machen die viel Schaden. Scheiße, tut das weh. Ja, gib mir mal ein bisschen Rückendeckung. Digga, warum muss man hier so aufpassen? Hä? Au! Ah, kann mich jemand wiederbeleben? Sehr geil. Warte. Juan, ich brauche Hilfe! Hilfe! Beißen und rollen, Guapo! Beißen und rollen! Beißen und rollen! Okay, der ist tot. Na gut, der Feine. Hier, komm mal hier. Ach, Scheiße. Bin direkt hinter dir, alter Mann. Ja, Feini. Bin da. Ich will auch dieses geile Krokodil haben. Macht irgendwie auch Spaß. Ja, das stimmt. Guapo will dein Freund sein. Oder vielleicht muss er auch nur kacken. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich geh mal zu ihm. Jawohl, ich hab mal Amigo. Ey, Feine, bleib mal stehen. Komm hier. Ja, jappa, jappa. Wie, du hast Juan... Ich bin nur noch ein bisschen weggegangen. What the fuck? Ich wollte ihm doch einmal nur ein Stück Fleisch geben. What the fuck? Ich bin einfach nur ein paar Meter weitergelaufen. Auf einmal, du hast die Mission fehlgeschlagen. Ja, jetzt lass mal gehen. Macht schon wieder gar keinen Bock. Das sieht man. Wie heißt du? Danny. Clara sagt, du bist eine Legende. Ex-KGB, Ex-CIA. Ich hab mehr Exen als deine Oma Zahnlücken. Einige Männer zerschlagen Eier zum Frühstück. Aber Juan Cortés, der zerschlägt ganze Länder. Manchmal sogar vor dem Frühstück. Warte. Planänderung, Danny. Vamos. Der Plan lautet, in Claras Lager zurückzukehren. Was verdammt machen wir hier? Eure Pläne müssen sich wohl verschieben und ändern. Siehst du den Rauch? Das heißt, dass der Wachturm gerade eine Vorratslieferung bekommen hat. Mit den seltensten Materialien, die du auf Yara finden kannst. Und du wirst sie dir. Jetzt immerhin bist du hier, um zu helfen, Guapo. Okay, machen wir uns mal auf den Weg. Zum Glück ist hier der Eingang offen. Ich gehe direkt rein. Bam! Ja, warum hat die Waffe so viel Rückstoß? Das nervt mich irgendwie. Guck dir das an. Kurz mal ein bisschen Slide canceln. Wo ist der Gegner? Ich sehe hier gar nichts. Da hinten. Ist dead. Bereich gesichert. Okay. Was verdammt hast du damit vor, Juan? Drei Schießpulver. Supremo Kleber.
Noch mehr Scheiß für Juan. Dann noch ein bisschen Munition und recyceltes Glas. Ach stimmt, man craftet ja hier auch in dem Spiel ein bisschen. Oh ne, Propagandamucke, das ist nicht so geil. Ich hab dein Zeug gefunden, Juan. Gute Arbeit, Danny. Und jetzt komm mal in die Puschen. Wir müssen zurück in Claras Lager. Schieh, das sag ich doch die ganze Zeit. Komm doch schon. Ich hätte, war nur 40 Meter entfernt, er hätte auch mit mir persönlich reden können. Naja. Okay, wir haben mehr als genug. Und jetzt ziehen wir endlich Leine. Ab geht's. Was ist denn das für Kram hier? Brauchst du was? Geduld, Danny. Regel Nummer 8. Ein Guerriero kann warten. Wie eine Spinne oder ein Serienmörder. Wie bist du eigentlich in diesem gottverdammten Loch gelandet? Ich war auf einem Flüchtlingsboot. Wir kamen nicht weit. Ja, ja. Und ich bin in einem Heli bei unserer Mini-Invasion von Santuario hergekommen. Ich wurde vom Himmel geschossen. Nein, ich meine, was ist deine Geschichte? Ich bin in einem Waisenhaus in Esperanza aufgewachsen und dann zum Militär gegangen. Ich bin kein Guerriero. Ich helfe Clara nur, bis sie mich von dieser Insel runterbringt. Regel Nummer 20. Einmal Guerriero, immer Guerriero. Das reicht mir jetzt. Zu spät. Das Pferd ist aus der Scheune und jetzt sind die Kinder voller Koks, Danny. Du hast keine andere Option. Amerika ist meine Option. Natürlich. Meinst du, die Amerikaner sind scharf auf jaranisches Blut? Den American Dream gibt es nur für Amerikaner, Danny. Du gibst nie auf, oder? Nein, Guapo hasst aufgeben. Coño. Wenn ihr euch so nah seid, warum folgt er dann mir? Guapo begleitet die, die ihn brauchen. Wie ein Therapiehund in deinem geliebten Amerika. Du kannst Guapo dein Leben anvertrauen. Ja, so weit bin ich noch nicht. Lass dir Zeit. Dein Heli ist bei der Invasion abgeschossen worden, oder? Kriegst du ihn wieder hin? Damit ich dich zu den Yankees fliegen kann? Oh nein, ich... Er sitzt am Boden fest, aber ich arbeite dran. Geduld, Danny. Höchste Zeit, dass Juan Cortez dir zeigt, wie man etwas aus nichts macht. Hab ich dir je von Regel Nummer 9 erzählt? Gerade eben, ja. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Eine echte Lebensweisheit. Oh, okay. Oh, hier wird aber schon ziemlich über Amerika gelästert. Mit diesem Amerika-Traum und was weiß ich. Aber wie gesagt, das Spiel ist schon ziemlich kontrovers. Wir sind wieder zurück. Wie viele noch? Die Legende kehrt zurück. Die Legende muss mal pissen, Treffer. Wer ist das? Sie war mal Journalistin und wagte es, Anton Faschist zu nennen. Jetzt ist die Paria Sklavin für sein Paradies. Und nicht die einzige, Danny. Jetzt lernst du was übers Improvisieren. Mit 6 habe ich einen Kettensägenmotor an mein Fahrrad gebaut. Durch die Blockade muss ich jeden Tag improvisieren, Juan. Das ist Überleben. Für uns heißt das nicht, mit dem klarzukommen, was man hat. Wir richten Chaos an. Mit allem, was wir haben. Sprich weiter. Die beste Waffe der Guerilla ist eine gute Werkbank. Los, Danny. Mach dich mit dir vertraut. Okay, ab. Nehmen wir uns zuerst mal die Waffe. Nicht so ungut, aber dein Sturmgewehr ist ein bisschen primitiv. Ja, okay, du musst mir jetzt nicht voll da. Regel Nummer 9. Manchmal liege ich nachts. Ausgezeichnet, Danny. Jetzt kannst du Gegner platzen lassen wie eine reife Wassermelone. Okay. Ja, wie das klingt. Wie sieht dein Mal angenommen, diese Geschosse? Thema. Jetzt hast du deinen eigenen Vorrat an Hochgeschwindigkeitskriegsverbrechen. Egal. Sehen wir uns deine Aufsätze an. Es wird Zeit, deinen ersten Schritt. Warte, nochmal. Er macht das an. Siehst du, wie einfach das war? Jetzt kannst du Gegner mit großen Kopfschüssen umlegen wie ein echtes Arsch. Oh Mann. Die Werkbank ist dein Freund, Danny. Ein Freund mit gewissen Vorzügen. Ja. Hoffentlich hört das schnell auf. Ja, das hoffe ich auch. Verdammt. Sachen bauen macht süchtig. An dieser Werkbank kann man ein neues Yara errichten. Verdammt nochmal. Ich finde das nicht so. Also in echt, Sachen zu bauen ist fucking
kacke und boring und lässig. Danny, willst du was unfassbar Gefährliches klauen? Ich werde erstmal mein geiles Munitionshemd anziehen. Cool, ich habe jetzt schon verstanden, was das alles ist. Brauche ich nicht nochmal erklärt. So, kann ich nicht noch mehr hier rauf klatschen? Okay, ich könnte ein Visier bauen. Ah, ne, brauche ich noch ein paar Ressourcen. Aussehen könnte ich ändern. Boah, ja, lass mal hier ein bisschen Aussehen raufknallen. Die Waffe noch ein bisschen schöner aus. Hier könnte ich nochmal einen Schalldämpfer aufbauen. Hier ändere ich vielleicht nicht Weichziehmunition, sondern lieber panzerbrechend. Also es können schon sein, dass in den nächsten Leveln immer mehr panzerbrechende Gegner kommen. Deswegen bereitet man sich auch da eher vor. Okay, hier noch einen Schalldämpfer bauen? Nee, geht nicht. Oder panzerbrechende Munition? Nee. Auch nicht. Aber hier vielleicht nochmal die schöne Lackierung aufballern. Da passt alles. Danny, ich habe große Pläne für dich. Aber zuerst musst du mir was besorgen. Und ich höre dich schon fragen, Juan, was soll ich dir besorgen? Du musst nur wissen, dass du es nicht essen, ansprechen oder in die Hose stecken solltest. Aber Juan, höre ich dich fragen, wo ist denn dieses Ding, das du brauchst? Gehe zum Funkturm und folge dem Pfad nach Norden. Er führt dich zu einem verlassenen Lager im Osten der Insel. Ich markier's dir auf der Karte. Dort wartet meine Kontaktperson. Sie weiß Bescheid. Ach, und Danny, wenn du das schaffst, dann will ich dir was geben, weil du mich davon abgehalten hast, mich tot zu saufen. Ein alter Freund hat mir das geschenkt, weil ich sein Leben gerettet habe. Nicht, dass du mein Leben gerettet hättest. Ach komm, jetzt geh schon los. Okay, okay, okay. Oh, gibst du mir dann aber einen Hamilton? Das ist ja geil. Vielleicht wie Zigarren rauchen am Sonntag. Am Sonntag sauft man gar nichts. Das ist sehr empfehlenswert. Aber okay, er ist Alkoholiker, was frage ich mich da schon? Geil, Textur. Oh, jawohl. Nein, Spaß. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.